Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Besitzer der Fabrik, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Forscher im Laboratorium, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Dichter in der Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du, Arzt am Krankenbett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Kapitän auf dem Dampfer, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keinen Weizen mehr fahren, sondern Kanonen und Panzer, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Pilot auf dem Flugfeld, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Bomben und Phosphor über die Städte tragen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Schneider auf deinem Brett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Uniformen zuschneiden, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Richter im Talar, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst zum Kriegsgericht gehen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mann auf dem Bahnhof, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst das Signal zur Abfahrt geben für den Munitionszug und für den Truppentransporter, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt, wenn sie morgen kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine, du Mutter in Frisco und London, du am Huango und am Mississippi, du Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo und Oslo, Mütter in allen Erdteilen, Mütter in der Welt. Wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten, Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins. Sagt nein, Mütter, sagt nein, denn wenn ihr nicht nein sagt, wenn ihr nicht nein sagt, Mütter, dann in den lärmenden, dampfdunstigen Hafenstädten werden die großen Schiffe stöhnend verstummen und wie titanische Mammutkadaver wasserleichig träge gegen die toten, vereinsamten Kaimauern schwanken, Algen, Tank und Düschel überwiest, den früher so schimmernden, dröhnenden Leib friedhöflich, fischfaulig duftend, mürbe, siech, gestorben. Die Straßenbahnen werden wie sinnlose, glanzlose, glasäugige Käfige, blöde, verbeult und abgeblättert neben den verwirrten Stahlskeletten der Drähte und Gleise liegen. Hinter morschen, dachdurchlöcherten Schuppen, in verlorenen, kraterzerrissenen Straßen, eine schlammgraue, dickbreiige, bleiernde Stille wird sich heranwälzen, gefräßig, wachsend, wird anwachsen in den Schulen und Universitäten und Schauspielhäusern, auf Sport- und Kinderspielplätzen, grausig und gierig, unaufhaltsam. Der sonnige, saftige Wein wird in den verfallenden Hängen verfaulen. Der Reis wird in der verdorrten Erde vertrocknen. Die Kartoffel wird auf den brachliegenden Äckern erfrieren. Und die Kühe werden ihre todsteifen Beine wie umgekippte Melkschemel in den Himmel strecken. In den Instituten werden die genialen Erfindungen der großen Ärzte sauer werden, verrotten, pilzig verschimmeln.
In den Küchen, Kammern und Kellern, in den Kühlhäusern und Speichern werden die letzten Säcke Mehl, die letzten Gläser Erdbeeren, Kürbis und Kirschsaft verkommen. Das Brot unter den umgestürzten Tischen und auf zersplitterten Tellern wird grün werden und die ausgelaufene Butter wird stinken wie Schmierseife. Das Korn auf den Feldern wird neben verrosteten Pflügen hingesunken sein wie ein erschlagenes Heer und die qualmenden Ziegelschornsteine, die Essen und die Schlote der stampfenden Fabriken werden vom ewigen Gras zugedeckt zerbröckeln, zerbröckeln, zerbröckeln. Dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge, antwortlos und einsam, unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren. Einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen, betonklotzigen, verödeten Städte. Der letzte Mensch, dürr, wahnsinnig, lästernd, klagend. Und seine furchtbare Klage, warum, wird ungehört in der Steppe verrinnen, durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehört, antwortlos, letzter Tierschrei des letzten Tieres Mensch. All dieses wird eintreffen, morgen, morgen vielleicht. Vielleicht heute Nacht schon, vielleicht heute Nacht, wenn ihr nicht Nein sagt. Dieses Gedicht schrieb Wolfgang Borchert 1947, kurz vor seinem Tod. Wir haben gedacht, dass das in den heutigen Zeiten ein Gedicht ist, das man mal wieder zu Gehör bringen sollte. Herzlich willkommen zum Ostermarsch 2013. Ja, bevor ich noch etwas inhaltlich sage, möchte ich sagen, dass wir nach wie vor von niemandem finanziert werden, außer von uns selbst. Und dass je kleiner die Bewegung ist, desto kleiner auch das Geldsäckel, aus dem wir uns speisen, beziehungsweise zum Beispiel diesen Lastwagen finanzieren können und die Monitore und die Boxen. Also wir bitten euch ganz herzlich, in unsere blaue Eimer Geld zu spenden, die jetzt hier über den Platz laufen, damit wir auch weiterhin gehörvoll unseren Protest vortragen können. Wir befinden uns hier am Potsdamer Platz. Der Platz ist gut gewählt für den Ostermarsch, weil hier beginnt ein Teil der Lobbyisten der Rüstungsindustrie ihre Arbeit zu vollrichten oder zu machen. Und wir werden auf dem Weg zum Bundeskanzleramt an weiteren Lobbystellen der Rüstungsindustrie vorbeilaufen und euch auch dort informieren über das, was da an Schweinereien passiert. Das ist unser erster großer Protest gegen die Rüstungsexporte. Der zweite ist, dass wir nicht wollen, dass es Kampfdrohnen für die Bundeswehr gibt, und dafür gibt es hier vorne einen Stand und wir bitten euch ganz herzlich, möglichst viel zu unterschreiben, auch Listen mitzunehmen und andere aufzufordern zu unterschreiben. Außerdem brauchen wir für den Demonstrationszug gleich noch Helfer und Helferinnen, die Picket Lines mitgestalten, und wir bitten alle, die ein Plakat tragen wollen, sich hier an unserem berühmten Friedensbräuler, die Berliner Friedenstaube, hinzugehen und sich so ein Plakat abzuholen. So.